Meine allerersten Patienten an dem Tag, den kannte ich schon. Oder die ersten zwei vielmehr. Das waren noch Kontakte von meiner bisherigen Arbeitsstelle. Das hat mir dann den Einstieg leicht gemacht, muss ich sagen. Das fand ich auch sehr schön. Viele Patienten nutzen die Anmeldung nach wie vor, aber wir stellen fest, dass auch immer mehr Patienten, die jetzt schon einmal da waren, unser Kiosk-Terminal benutzen und da eben selber durch Decken ihrer Karte oder durch Nameneingabe sich selber in unser System einbuchen. Es ist ja manchmal auch so, dass die Patienten schon persönliche Gründe haben, warum sie zum Arzt gehen und müssen nicht, wenn hinten schon 10 Patienten im übertragenen Sinne stehen, sagen müssen, ich komme wegen Und das ist wirklich sehr schön. Es wird auch wirklich von jedem Patienten gut aufgenommen, dass sie sagen, es wird Datenschutz auch groß geschrieben. Wir sind extrem zufrieden, wie es läuft. Wir sagen uns, wir sind eine agile Praxis. Wir arbeiten agil im wahrsten Sinne des Wortes. Wir schaffen erstmal einen Rahmenprozess und versuchen dann eben durch noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde diesen Prozess immer mehr zu konkretisieren und zu perfektionieren. Ich habe die Maßgabe ausgegeben, wenn es irgendwo an der Stelle hakt und man merkt, oh, das nervt mich, dann muss das der Indikator sein, hinzugucken, was ist genau der Punkt, der nervt und wie stelle ich ihn ab. Hier zu arbeiten ist wirklich interne, offene Kommunikation im digitalen System. Also es gehen so gut wie keine Daten verloren, wenn wir jetzt irgendetwas über den Patienten besprechen möchten, Nachrichten schreiben oder Aktionsketten, was die Frau Dr. Gall auch schon in diesem System eingepflegt hat. Also es ist wirklich anders arbeiten. Mir ist das vernetzte, das transparente Arbeiten extrem wichtig. Mir ist es wichtig, immer wieder hinzugucken, nicht stehen zu bleiben, immer wieder zu gucken, wo kann ich was verbessern, wo kann ich dran drehen, nicht in dieses Provisorium zu rutschen, was dann ewig aufrechterhalten wird, obwohl es irgendwie ein bisschen unbequem ist, aber weil man sich jetzt halt dran gewöhnt hat. Also das ist mein Ansporn. Wo wir wirklich ganz aktiv dran sind, ist die Automatisierung von Prozessen. Dass ich mir die Diagnosen, die dazu zuständig sind, automatisch angezeigt werden. Ich wähle nur noch aus mit Häkchen. Also dieser ganze Dokumentationskram, der mich sonst 10 Klicks kostet, dass ich den in einem Rutsch wegmachen kann. Und halt da eben die Minuten gewinne für den Patienten. Das ist da, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, ganz konkret. Wir arbeiten ja hier mit diesen To-Dos, ja? Also wenn der Patient jetzt bei mir in der Sprechstunde ist und aus der Konsultation ergeben sich noch weiterführende Dinge, die erledigt werden sollen. Und das ist das, was an jedem Arbeitsplatz gesehen werden kann. Und dann weiß die Frau Mehmuth, aha, wenn jetzt der Herr XY aus dem Zimmer kommt, dann nimmt die den automatisch mit, führt diese Untersuchungen durch. Das ist ja auch das Wichtigste am Arbeiten, dass man nicht viel überlegen muss, alles selbstverständlich ist. Gerade das Impfen war wirklich sehr erleichternd für mich. Einfach nur einmal ein Wort eingeben und dann erscheint mir alles, Diagnosen, Ziffer, wo habe ich geimpft, die Chargenummer, und das war sehr schön. Ja, macht Spaß. Ich finde, die Teamarbeit läuft wirklich super. Die Kommunikation auch über das Programm läuft extrem gut. Es geht wenig Information im Moment verloren und wir merken jeden Tag, wie die Lernkurve ansteigt. Und ich bin super happy mit meinem Team.